So, jetzt habe ich mich mal in mein Häuschen platziert oder teleportiert, möchte ich sagen. Jetzt will ich mal schauen. Ich habe wahrscheinlich mehr als genug Fertigkeitspunkte, dass ich mal da ein paar ins Handwerk setzen könnte, damit ich mal ich glaube, momentan werde ich bei zwei Waffen bleiben. Dann habe ich mittlere Rüstung an. Hier könnte ich dann auch eventuell mal was setzen. Verringert die Kosten beim Schleichen um 10%. Erhöht eure Chancen, erfolgreich aus Taschen zu stehlen. Erhöht die euch täglich zur Verfügung stehenden Interaktionen mit Healer um 120%. Ihr könnt euch einmal alle 2 Stunden selbst wiederbeleben, ohne dabei einen Seelenstein zu verbrauchen. Also im Moment sterbe ich tatsächlich sehr wenig. Ich glaube, ich kann mir den Punkt noch sparen. Mit einer ausgerüsteten Fähigkeit der Seelenmagie sollte euer Leben unter 20... Okay, das lasse ich mal sein. Hä? Liebesgilde hat sich nichts gemacht. Kriegergilde... Okay, den könnte ich jetzt umwandeln. Kopfgeldjäger, ermöglicht es euch, Kopfgeldaufträge von der Kriegergilde in Cyrodiil anzunehmen. Magiergilde. Unerschrockene. Ich muss hier wirklich mal ein bisschen schauen, was ich da reinsetze. Okay, da Volk habe ich jetzt alles reingetan. Hä? Hier. Die Effekte der von euch getrunkenen Tränke halten 10% länger an. Nächste Verbesserung ab Rang 35 bei Alchemie verfügbar. Schmiede hätte ich Maximum, Schmuck auch, Schneiderei auch, Schreiner auch. Effekte der von euch gegessenen Speisen halten 5 Minuten länger. Was ich jetzt da nutze für Buff-Food von ihr ist, glaube ich, Essen, hä? Ja. Das heißt, das würde eventuell noch Sinn machen, wenn ich da einen Punkt 2 investiere. Ja, ja, komm, ich hau da mal ein paar rein. Die Effekte der von euch gegessenen Speisen halten 20 Minuten länger an. Das lohnt sich eigentlich noch. Für alles wird es auf jeden Fall nicht reichen. Ich weiß nicht, ob ich das mal machen soll. Verkürzt eure Analysezeit um 5% und erlaubt es euch, 2 Gegenstände gleichzeitig zu analysieren. Ich habe ja alles mit meinem Hauptcharakter, habe ich jetzt zwar schon alles gemacht und gelernt. Nehmt mal, ein Mietling schickt euch jeden Tag einige Schreinermaterialien und möglicherweise mehr zu.
Ein Mietling schickt euch jeden Tag mehr Schreinermaterial und möglicherweise weitere Waren zu. Ich weiß nicht, ob ich da. Ja, so zwei Punkte gebe ich mal überall. Hier gibt es das nicht, aber hier werde ich das auf Maximum setzen. Das mit der Analysezeit werde ich noch nicht machen. Ich setze mal da etwas in Sammler und so Zeug. Da mache ich mal einen Punkt. Und Verzauberungsgehilfe auch einen. So habe ich zumindest alle Punkte draußen. Das heißt, ich bekomme jetzt dann Post von denen. Die schicken mir dann was zu. Jetzt werde ich hier trotzdem mal ein Stück analysieren, irgendwas, bevor ich das Zeug recycle. Ich weiß ja nicht, ob ich dann irgendwann sie auch als Hauptcharakter mache und wenn mir dann wirklich sehr langweilig ist, ob ich dann alles mit ihr auch nochmal lerne, aber das wird dann ziemlich teuer, wenn man die ganzen Rezepte und alles macht. Es geht jetzt mittlerweile schon 2 Tage, das geht natürlich jetzt immer wie länger. Aber ich habe gedacht, bevor ich das recycle und dann alles weg ist, verzaubern habe ich auf Maximum, ja, ja. Alchemie allerdings noch nicht, habe ich gesehen. Gut, ich kann ja mal... Ja, komm, ich kann ja mal von jeder Zutat etwas essen, wenn es nicht zu teuer ist. Kann man die nicht direkt doch hier benutzen? Passiert da etwas, wenn ich da das esse? Nein. Ich glaube, die vierte... Ne, die vierte kommt nicht. Nur die oberste wird gelernt, wenn die noch nicht entdeckt wurde. Ich meine, wenn ich dann später mit ihr vielleicht auch mal die Tränke machen kann und nicht immer umlocken muss, ist ja das vielleicht auch nicht so verkehrt. Das ist zwar ziemlich ein teurer Spaß, was ich jetzt gerade mache, tut ein bisschen weh sogar. So eines kostet um die fast 10.000. Ja, ja, wenn schon, denn schon, komm, hau rein. Das heißt, ich habe jetzt die erste Fertigkeit von den Zutaten mal gelernt. Das heißt, die Sachen kann ich noch gar nicht machen. Ich mache jetzt mal irgendein Gift oder so, warte mal. Gut, die zweite Fertigkeit würde es so dann auch noch lernen, hä? Oder nicht? Nein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ist das die zweite so? Nee.
Da muss effektiv neuer Effekt, glaube ich, stehen, nur so. Also Drachenblut nehme ich jetzt nicht unbedingt mehr, das wird ein bisschen teurer Spaß. Die Zutaten werden nicht miteinander reagieren. Schon eine Weile her, wenn man das dazu mal gemacht hat, vor ein paar Jahren, dann ist das... nicht mehr alles so up to date, sag ich mal. Ein Gift mit unbekannter Wirkung, okay. Das heißt, da habe ich jetzt wieder was gelernt. Nein, ich möchte... warte mal. Was er hier sind. Ich weiß aber, wie ich das eigentlich beschleunigen könnte. Und zwar hier Giftmacher. Dann suchen. Ja, genau, unbekanntes Ergebnis. Ich hätte ja da ein Add-on dazu. Ne, warte, das ist unbekannte Wirkung. Okay, mache ich mal. Das habe ich ganz vergessen, aber ich glaube, man muss hin und wieder rausgehen und wieder rein. Muss ich einfach drauf achtgeben, wo unbekannte Wirkung steht, okay. Das ist das, was ich meinte. Bei einigen zeigt es jetzt immer noch unbekanntes Ergebnis an, obwohl ich da etwas entdeckt. Ich muss nur schauen, dass ich nicht gerade die teuersten Materialien jetzt verballere, aber ja, dann hat sie es dann zumindest auch gelernt. Ich meine, mit ihr werde ich ein paar Stunden unterwegs sein, bis ich da... kritische Magiertreffer. Leben wiederherstellen. Jetzt habe ich nur noch 46 Sachen da, was anzeigt mit unbekannter Wirkung. Also das werde ich mir auf jeden Fall nicht mit jedem Charakter antun, sage ich jetzt mal. Boah, das wird aber teuer, wenn ich das mit dem mache. Da
Das mache ich noch nicht, sage ich jetzt mal. Okay, Muschelgalle nehme ich auch nicht. Das ist mir ein bisschen gerade. Ich habe nämlich nicht mehr viel von dem Zeug. So, das mit Drachengalle, Muschelgalle, Perlmut, ja, warte ich mal noch. Also das sieht doch jetzt schon mal besser aus. Jetzt habe ich fast von allem die vier Eigenschaften entdeckt. Plus, minus. Aber ich lasse es jetzt mal. Wie sieht es denn jetzt mit Alchemie aus? Stufe 27. Was soll ich zusammennehmen? Was könnte ich noch nehmen? Ist irgendwas passiert? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist abgestürzt. Hm. Vom Server geworfen, okay. Die wollen mich daran hindern, dass ich Alchemie lerne. Gut, ist jetzt auch nicht so dringend, dass ich das mit ihr mache. Ein paar. Ja komm, was könnte ich nehmen? Ich mach mal. Was ist auch nicht so wertvoll? '90, '72. Kann ich jetzt das nicht so auswählen? Geht anscheinend nicht. Okay, ich nehme jetzt mal. Das ist nur Stufe 3, hä? Was habe ich gesagt? Blauer Glöckling und. Irgendetwas, was ich nicht viel brauche. Weiß gar nicht, wie viel soll ich nehmen. Mach einfach mal ein paar. Mal schauen, wie schnell dass ich hochkomme. So, jetzt bin ich Stufe 30 in Alchemie. He? Jetzt muss ich natürlich fast etwas höherstufiges nehmen, damit es dann ein bisschen mehr zählt. Sonst geht's zu lang.
Ich glaube, es reichen. Ich probiere mal mit 80, ob das gerade reicht. Ja, so, fertig. Ich bin Stufe 50 Alchemie-Thema erledigt. Jetzt verkaufe ich die ganzen Tränke, weil das müllt mir ja sonst das Inventar zu. Kaufen. Ja, weil so wie ich mich kenne, werde ich das wahrscheinlich irgendwann sowieso machen. Also das heißt, sie hat jetzt Sachen in der Forschung, also zum Analysieren. Dann habe ich jetzt Handwerk, alles auf Stufe 50. Und die Punkte, die ich übrig hatte, habe ich jetzt auch verteilt. Das heißt, jetzt kann ich eigentlich weiter questen gehen. Hm? Nicht Steschan, in Steinferle waren wir. Hm? Ja genau, hier bei dem Portpunkt war ich. Das heißt, ich werde jetzt mich dahin teleportieren, dann geht's weiter. Ich muss jetzt mal das Lager da oben erkunden gehen. Bündnismeisterschütze. Okay, die sind vom anderen Bündnis da. Hm? Seht ihr das? Könnte nützlich sein. Ich wollte gerade sagen, jetzt redet er nicht mehr so viel und jetzt hat er gerade zweimal was gesagt. Also die sind jetzt von der blauen Allianz, wenn ich das richtig sehe. Ah ja, jetzt müsste ich dann wahrscheinlich wieder Dings bekommen. Ja, das heißt, bis ich da wirklich 10 Punkte in Schreiner, Schmiede und so weiter setzen kann, das wird noch ein Momentchen dauern. Hier oben ist jetzt die Himmelsscherbe. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen Fertigkeitspunkt dazu gewonnen. Centurio Berta heißt die, okay. Das
zwar die Anführerin. Jetzt mal schauen, hat die hier irgendein Buch oder irgendwas? Ich wollte gerade sagen, die haben noch nichts gemerkt, dass ich da hinter ihnen. Hier unten ist noch eine Quest. Verdächtiger Still. Bündnissoldaten warten im Norden. Schreitet vorsichtig voran. Ich werde noch schnell hier um die Burgmauern gehen. Ich werde schnell mal schauen, ob da hinten noch irgendwas ist. Da ist eine Spinne, ein Skelett. Ein anderer Spieler, der da hochläuft. Ich habe zuerst gemeint, es sei irgendein NPC oder so. Dann rede ich mal mit ihm. Hä? Fremde, ich bin überrascht, hier draußen ein freundliches Gesicht zu sehen. Habt ihr Soldaten des Bündnisses auf der Straße getroffen? Stimmt etwas nicht? In einem Lager im Nordwesten befindet sich eine kleine Einheit Bündnissoldaten. Ich spüre in meinen Knochen, dass sie einen Flankenangriff planen. Ich muss in die Feste Aran zurückkehren und die Rekruten auf ein mögliches Gefecht vorbereiten. Ich könnte das Lager auskundschaften. Wonach soll ich suchen? Bei Schoßknochen, ihr seid wahrlich tapfer. Falls ihr es lebendig nach draußen schafft, lasst die Kommandanten im Feldlager etwas Stahl oder Magie spüren. Sie sind diejenigen, die am ehesten eine Abschrift der Befehle haben. Begebt euch dann zu den Toren der Feste. Ich treffe euch in der Feste Aran. Mit den Befehlen. Reist nach Nordwesten und haltet Ausschau nach Bündnisaktivitäten. Findet heraus, warum sie hier sind und was sie planen. Geht schnell und geht vorsichtig. Was könnt ihr mir über die Feste Aran erzählen? Wir bilden hier Truppen aus und lagern Proviant. Es ist ungewiss, warum die Dunkelelfen eine Festung wider das Gebirge ausgerichtet haben. Was soll sie beschützen? Die Berge? Dunmer. Ich werde sie nie verstehen. Es ist ungewiss, warum die Dunkelelfen eine Festung wieder das Gebirge ausgerichtet haben. Was soll sie beschützen? Reist nach Nordwesten und haltet Ausschau nach Bündnisaktivitäten. Findet heraus, warum sie hier sind und was sie planen. Geht schnell und geht vorsichtig. Das heißt eigentlich genau das Lager, wo ich jetzt gerade vorhin gemacht habe, schickt er mich jetzt hin. Und Seelenruhe. Die Befehle des Dolchsturzbündnisses. Generalseriens Befehle. Ja.
Okay, der hat nichts da oben. Hallo, willkommen zurück. Das wieder das Gleiche, die Befehle des Dolchsturzbündnisses. Seriensbefehle. Wo ist denn jetzt die andere Notiz? Das weiter oben oder unten? Ah, hier hat es auch noch ein Lager. Da war ich vorhin aber nicht. Centurio Uragor heißt der. Das heißt, der ist jetzt wahrscheinlich da in der Burg drinnen. Hä? Seriensbefehle heißt die Notizen, die ich da aufgelesen habe. General Seriensbefehle, eine Schriftrolle, die einige Pläne des Bündnisses Steinfälle betreffend enthält. Da steht das Gleiche. Okay, alles das Gleiche. Hat er nie mehr reklamiert. Das ist wahrscheinlich nur der blaue Pilz gewesen, glaube ich, wo ich aufgelesen. Das heißt, ich bin jetzt schon richtig, oder? Ja, ja. Aha, deswegen war ich irritiert. Der liegt jetzt am Boden. Hauptmann! Hauptmann Jolm! Was ist geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich sah, wie sich der Hauptmann näherte. Dann spürte ich einen stechenden Schmerz im Kopf. Ich glaube, ich hörte Schritte hinter mir, bevor ich zu Boden ging. Als ich wieder zu mir kam, war er tot und unser Angreifer verschwunden. In diesen Plänen des Bündnisses ist die Rede von Attentätern, die unerkannt in die Feste eindringen sollen. Attentäter? Hauptmann Lari sollte das sehen. Sie ist im Befehlsstand, dem größten Gebäude in der Festung. Erstattet ihr Meldung. Und ich gebe derweil den anderen Truppen in der Festung Bescheid. Alle müssen auf der Hut sein. Bringt diese Pläne zu Hauptmann Lari. Sie ist am Kommandoposten, dem größten Gebäude in der Feste. Ich werde die Streitkräfte warnen und in Trupps formieren. Wir müssen aufeinander aufpassen. Also das heißt, dieser Bereich hier habe ich jetzt auch alles erkundet in dem Fall. Da hinten durch war ich auch kurz gucken. Das heißt, jetzt kommt fort. Feste Arant. Ah, da steht fort, glaube ich, Englisch, oder nicht? Fort Arant, ja, genau. War ein bisschen irritiert, hab grad gedacht, hä?
Gespräch mit Hauptmann Larieur. Also hier liegen auf jeden Fall schon mal Leichen rum. Kein gutes Zeichen. Hauptquartier.